Ja, moin. Super, dass so viele Leute da sind. Allerdings sollten es noch mehr sein. In Berlin gibt es, glaube ich, über 100.000 Studenten und Studentinnen. Davon sehe ich hier vielleicht ein Zehntel. Also. Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, gibt es in Berliner Schulen und auch in Schulen in anderen Bundesländern ganz massive im Moment Kampagnen von der Bundeswehr. Da werden Jugendoffiziere an die Schulen geschickt, die dann neutrale Friedensbildung machen sollen im Rahmen des normalen Unterrichts. Sie sollen also neutrale Informationen über internationale Beziehungen und Sicherheitspolitik liefern. Aktuell gibt es Kooperationsvereinbarungen zwischen der Bundeswehr und 8 Bundesländern. Berlin ist noch nicht dabei, aber jetzt unter Rot-Schwarz kann man bestimmt Schlechtes erwarten. Die Bundeswehr nutzt unter anderem Unterrichtsmaterialien mit dem schönen Namen Frieden und Sicherheit, welches vom FDP-nahen Verein Jugend und Bildung herausgebracht wird. Dieses Material soll neutral über Sicherheitspolitik und deutsche Interessen im Ausland informieren. Natürlich ist das nicht der Fall. In diesen Materialien werden die Bedrohungen für die innere Sicherheit Deutschlands dargestellt, also Terrorismus, die zerfallenen Staaten, Klimawandel und Klimakonflikte, aber auch internationale Migration. Auf die Ursachen dieser Probleme wird nicht eingegangen, sondern es wird meistens nur darauf eingegangen, wie man mit militärischen Mitteln diese Probleme angeblich lösen kann. Die militärische Intervention wird also legitimiert und als alternativlos dargestellt. Außerdem gibt sich die Bundeswehr große Mühe, sich selbst als karitative Hilfsorganisation, ähnlich wie das Rote Kreuz oder Ärzte ohne Grenzen, darzustellen. Es gibt daher in vielen Ländern mittlerweile auch schon zivil-militärische Kooperationen zwischen der Bundeswehr und verschiedenen Hilfsorganisationen. Einige nehmen das auch nur sehr zähneknirschend hin. Viele verweigern sich dieser Zusammenarbeit zum Glück. Die Bundeswehr wird außerdem in diesem Unterricht in den Schulen selbst, in den Schulklassen ab der 9. Klasse dargestellt als moderner Arbeitgeber mit Beschäftigungsgarantie. Gerade in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit, Jugendarbeitslosigkeit, scheint das für viele Kids dann natürlich interessant. Aber natürlich gibt die Bundeswehr keine Hinweise darauf, dass, wenn man sich verpflichtet, man auch verpflichtet ist, an Auslandseinsätzen teilzunehmen, man verpflichtet ist, den Einsatz von Waffen und Waffengewalt zu lernen und auch im Zweifelsfall zu töten. Es gibt keine Hinweise darauf, dass jährlich Tausende von Polizisten, soll ich sagen, von Bundeswehrsoldaten mit posttraumatischen Belastungsstörungen aus den Einsätzen zurückkommen und die dann ziemlich schlecht behandelt werden, meistens gar nicht behandelt werden. Es wird auch kein Hinweis gegeben, dass Soldaten Einschränkungen ihrer Bürgerrechte hinnehmen müssen, also ihre Meinung nicht frei äußern dürfen und dergleichen. In diesen Kooperationen zwischen Bundeswehr und Schulen ist es meistens so, dass die Teilnahme an diesem Unterricht freiwillig ist, aber im Praktischen ist es meist so, dass die Schulen oder die Schüler keine Alternative haben. Sie müssen also am Unterricht teilnehmen, weil es keinen Ersatzunterricht gibt. Aber ihr als Schülerinnen und Schüler, ihr könnt euch wehren. Wenn ihr mitbekommt, dass an eurer Schule sich die Bundeswehr ankündigt, dass ein Jugendoffizier herkommen soll, dann meldet euch bei uns. Geht auf unsere Webseite schule-ohne-militär.de. Schule ohne Militär Berlin. Suchen in Google. Gemeinsam mit euch würden wir euch dann unterstützen. Wir würden euch helfen, Protest zu organisieren und dort dann auch Widerstand zu organisieren. Es gibt aber noch ein zweites Thema, ganz, ganz kurz. Denn diese Bundeswehr-Zusammenarbeit findet nicht nur an Schulen statt, sondern auch an Unis. Es gibt also vom Verteidigungsministerium und den Rüstungskonzernen massive Programme, Forschung, Militärforschung, Rüstungsforschung an den Unis zu lancieren. Es gibt auch an der FU Berlin zum Beispiel ein Programm, das nennt sich Governance in Räumen begrenzter Staatlichkeit, ist am OSI angesiedelt, wo also verdeckt und mehr oder weniger verdeckt für das Verteidigungsministerium geforscht wird. Wir fordern daher von den Asten,
hier in Berlin und bundesweit, dass sie sich klar gegen die Zusammenarbeit mit dem Militär, mit dem Verteidigungsministerium und Rüstungskonzernen positionieren. Wir fordern, dass die Asten sich dafür einsetzen, dass die sogenannten Zivilklauseln, also das Verbot militärischer Forschung an Unis, weiterhin hochgehalten wird und verstärkt wird. Deswegen, Bundeswehr raus aus Schulen und Unis. Vielen Dank. Und deshalb heißt es, bei der Bildung.